Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir müssen da ganz schnell nachlaufen, diesem Red-Sack, weil wir haben da einen teuflischen Plan. Mich und ich hoffe, dass der funktioniert. Ach, einfach noch mal eine Nacht drüber. Die Frage ist nur, wo ist bei dir der Keller? Das Glück ist mit den Dummen. Da ist, glaube ich, der Keller. Sie kann einfach nicht aufhören, das rumzuerzählen. Wieso hat er das getan? Schaut gut aus. Ja, war das Fenster. Wirklich nicht immer so viel reden. So, okay. Da geht's sehr tief runter. Aber keine Ahnung, ob das auch gut ist. Das glaube ich nicht. Jetzt muss ich nur noch versuchen. Chloe ist Ruhe, das wird sein. Chloe ist Wertsachen, nehmen wir alles mit. Oh. Da ist er. Er hat sich gerade an deinen Sachen vergriffen. Diese Sau. Du hast gedacht, du kannst mich beklauen, was? Gib das her. Sofort. Na los, Red. Verschwinde. Den Rest werde ich mit diesem Dieb alleine klären. Was soll der Scheiß? Das Ganze war Reds Idee. Das Schwein bringe ich um. Das Ganze war Reds Idee. Wenn es seine Idee gewesen wäre, hätte er dich wohl kaum verraten, oder? Erzähl mir keinen Scheiß. Ich denke, ich werde dir mal ein paar Manieren einprügeln müssen. Wenn du glaubst, du kannst gegen mich antreten, versuch's doch. Können wir uns nicht anders einigen? Wenn wir kämpfen, wirst du sterben. Beruhige dich und lass mich erstmal erklären. Beruhige dich und lass mich erstmal erklären. Du schuldest dem Duke Splitter. Ich sorge nur dafür, dass der Duke sie bekommt. Es ist nichts Persönliches. Scheiße. Ja, ich weiß. Sagen wir 100 Splitter und wir sind quitt. Sei froh, dass ich dir keine 1000 abknöpfe. Du solltest auf das Angebot eingehen. Wer mich beklaut, muss zahlen. Na dann. Hier hast du die paar Splitter. Eigentlich wollte ich dir 1000 abknöpfen. Aber du hast recht. Du hast es nicht getan, um dich selbst zu bereichern. Es wäre vielleicht etwas überzogen gewesen. Betrachte uns als quitt. Was du jetzt mit Red anstellst, ist mir egal. Ich habe ihm eh seine Schulden erlassen dafür, dass er dich verpfiffen hat. Er hätte sowieso niemals gezahlt. Wenn du ihn jetzt umhaust, soll es mir recht sein. Wir sehen uns. Oh ja, die Sau bringen wir um. Ah, vergiss das einfach. Den Krippel bringen wir um. Der Krippel kann sie jetzt mal anziehen. Ich kann mir darüber keinen Kopf zerbrechen. So ein Arschkopf, wirklich. Aber war eh klar, dass das eine linke Nummer ist. Diesen Outlaw-Typen kann man einfach nicht vertrauen. So, ich werde einmal speichern. Warte, falsch. Hier. Der 19. Spielstand. So. Diese linke, miese, fiese Rounds da. Echt. Wo ist denn jetzt dieser Krippel? Warte. Ich werde mich. Er ist für mich jetzt ein Krippel. Fertig. Er hat keinen Namen mehr. Er ist jetzt ein Krippel. Pennerbündnis. Ja, genau. Das machen wir jetzt mal. Wo ist jetzt der Krippel? Da drüben. Wieder an sein Plätzchen. Da bringt man um. Den bringe ich jetzt um, die Sau. Ich hoffe, Ray hilft mir, weil sonst komme ich nicht weit. Aber der ist jetzt geliefert. Den hau ich aufs Maul. Komm daher, du Würstelsierer. Du miese Ratze, du. Halt, halt, halt. Bevor du irgendetwas Überstürztes tust, mein Freund. Ja, ich habe Chloe verraten, dass du sie ausrauben wolltest. Und du hast jeden Grund, mich dafür zu bestrafen. Dich, Arschloch, mache ich fertig. Warum hast du mich verraten? Wenn du das hier überleben willst, will ich eine Entschädigung. Ich habe nichts davon, dich umzubringen. Das geht leider nicht. Dann fragen wir da mal nach. Warum hast du mich verraten? Schön, dass du dich entschlossen hast, mir nicht volles Pfund aufs Maul zu geben. Dieses Verhalten ist auch wirklich etwas altbacken, findest du nicht? Naja, wie auch immer. Dann lass mich mal erklären, was ich mir dabei gedacht habe, dich bei Chloe anzuschwärzen. Ich habe das nicht umsonst getan. Wir beide haben jetzt einen großen Vorteil davon, dass ich dich verpfiffen habe. Ich sehe keinen Vorteil, nur dass du mich verarscht hast. Das ist gut. Wovon redest du da? Ja. Wovon redest du da? Ich habe jetzt Chloes Vertrauen. Und das kommt auch dir zugute. Die Wertsachen von Chloe hätten ihre Schulden niemals gedeckt. Also habe ich mir gedacht, du willst wissen, warum sie den Tribut an den Duke nicht zahlen kann und ich will meine Schulden bei ihr loswerden.
Gut zugegeben, du weißt noch immer nicht, warum sie nicht zahlen kann. Aber dafür habe ich jetzt ihr Vertrauen. Gib mir ein oder zwei Tage und ich kriege heraus, wo ihre ganzen Splitter hinfließen und warum sie nicht mehr zahlen kann. Der alte Red gibt sich nicht mit halben Sachen zufrieden. Du hättest mir sagen können, was du vorhast. Mach sowas nie wieder hinter meinem Rücken. Und wieso sollte ich dir vertrauen? Und wieso sollte ich dir vertrauen? Solltest du nicht. Du solltest nie jemandem vertrauen. Aber leider hast du bei mir keine andere Wahl, als mitzuspielen. Außer natürlich, du willst gar nicht mehr wissen, wo Chloe ihre Kohle hat. Du musst wissen, ich mag es, wenn ein Plan funktioniert. Und solange ich absolut alle Parameter unter Kontrolle habe, klappen meine Pläne auch. Hätte ich dir davon erzählt, wäre ich das Risiko eingegangen, dass du es versaust. Aber zurück zum Plan. Ich werde Chloe bearbeiten, komm in ein oder zwei Tagen wieder. Vielleicht weiß ich dann schon mehr. Triff mich dann in Chloes Laden. Yeah. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Oh yeah. Ich hasse diesen Typen. Ich hasse den Typen. Ich würde ihn am liebsten... Ich klaue ihn. Ich beklaue ihn jetzt. Ist mir egal. Er lebt ja im Dreck. Müllhaufen. Echt. Boah. Ich... Atme, Zocki. Atme. Okay. Nächste Quest. Machen wir die von diesem Rundgang da weiter fertig. Keine Ahnung. Alter. Ja. Also, hier, ne? Das war's. Die Quest hatten wir. Dann gehen wir darauf zum nächsten. Das mit der Arena bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich die machen möchte. Noch nicht zumindest. Da kriege ich eh nur aufs Maul, und zwar sehr grob. Da bin ich mir recht sicher. Hallo, Big Jim. Hey, du da. Ich habe einen Job für dich. Du gehst jetzt und besorgst mir aus der Bar einen ordentlichen Schluck. Nein, warte. Besorg mir lieber etwas Anständiges zu fressen. Aber komm nicht mit einer Dose Bohnen angeschissen. Mach das doch selbst. Bezahl mich, dann mache ich das. Jo. Bezahl mich, dann mache ich es. Bezahlen? Setz deine Kackstelzen in Bewegung, aber ein bisschen plötzlich. Ich sagte, bezahl mich. Reiß die Klappe nur nicht zu weit auf, sonst mache ich aus dir einen Fußabtreter. Ich bin einer der besten Kämpfer, die Tavar zu bieten hat. Also ist diese Gefälligkeit die Möglichkeit für dich, dich mit mir gutzustellen. Vielleicht lasse ich dich dann auch in Zukunft für mich arbeiten, wenn alles nach Plan verläuft. Welcher Plan? Nicht nötig. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Welcher Plan? Welcher Plan? Na was wohl? Schon sehr bald sitze ich am Drücker. Der Du kann schließlich nicht ewig das Kommando haben. Ist das so? Natürlich. Er glaubt vielleicht, mit der Entmachtung Baxters ist es getan. Aber die Rechnung wird nicht aufgehen. Ziemlich heiße Luft, die du da ablässt. Du willst also den Duke entmachten. Das geht mich nichts an. Mittig. Du willst also den Duke entmachten. Sagen wir einfach, ich wäre ein besserer Anführer als er. Ich denke auch schon darüber nach, die Anzahl meiner Anhänger zu vergrößern. Ein paar unterbezahlte Banditen reichen sicher aus. Aber genug davon. Und spar dir das mit dem Fressen. Typen wie dich will ich doch nicht in meinem Gefolge. Hey, wie lange kämpfst du schon in der Arena? Wie kommst du drauf, dass du ein besserer Anführer wärst? Wegen der Arena. Wie lange kämpfst du schon da? Wie lange kämpfst du schon in der Arena? Ich mache das schon eine ganze Weile und darum bin ich auch derjenige, der das Preisgeld ausgibt. Ursprünglich wollte der Duke, dass ich mich darum kümmere, dass die Leute hier ihren Dampf ablassen können. Er dachte wohl, dass dann niemand auf die Idee kommt, gegen ihn zu rebellieren. Das hat nur bedingt geklappt, wie du jetzt weißt. Und wie kommst du darauf, dass du ein besserer Anführer wärst? Wie kommst du darauf, dass du ein besserer Anführer wärst? Weil ich die größeren Eier habe. Mich interessieren neben dem Alkohol und unserem Stoff noch andere Dinge. Ich würde vor allem endlich einen offenen Krieg führen. Wir haben genügend Sprengstoff und Männer, um die Alps mitsamt der anderen Gemeinschaften von diesem Planeten zu fegen.
Aber stattdessen sitzen wir hier herum und tun gar nichts, außer saufen, fressen und rumhuren. Wenigstens ein paar Granaten könnte der Haufen herstellen. Es ist wieder sehr nett, ne? Die Herstellung überlässt man besser denen, die Ahnung davon haben. Wieso? Weil ein fehlerhafter Schlagzünder eine verheerende Wirkung haben kann. Schlag was? Du lässt besser die Finger davon. Du könntest die Teile hier ja mal überprüfen. Ach, weißt du was? Behalt sie ruhig. Oh, super. Wegen der Arena. Wegen der Arena. Wie sind die Regeln? Wir haben kaum Regeln. Wähle deinen Herausforderer und triff dich mit ihm in der Arena. Sobald ihr drin seid, kurze Absprache, ob es losgehen kann, und dann schlagt ihr euch die Fresse ein. Nach dem Kampf kann man dann bei mir das Preisgeld einstreichen. Das bekommst du natürlich nur, wenn du auch den Kampf gewonnen hast. Andernfalls gibt's außer ein paar Beulen gar nichts. Gut, sonst noch was? Ja, Begleiter haben in der Arena nichts verloren. Du wirst dich den Kämpfen alleine stellen müssen. Der Moment ist sehr viel später. Wen kann ich herausfordern? Die meisten hier wurden von mir so verdroschen, dass sie sich hier nicht mehr blicken lassen. Aber ein paar Kerle lassen sich noch immer auf einen Kampf ein. Einerseits, weil sie auf ein paar Splitter hoffen und andererseits, weil sie sonst nichts können. An deiner Stelle würde ich mal mit Ike und Gunn reden. Mhm. Und ab wann kann ich dich herausfordern? Waren das alle Kämpfer? Naja, vielleicht gibt es dann noch den ein oder anderen. Aber die zwei Vögel stehen immer wieder im Ring. Wenn man also einen Kampf sucht, ist man bei ihnen richtig. Okay. Ich will gegen dich antreten. Du willst was? Weißt du überhaupt, wen du hier herausforderst? Als zukünftiger Anführer verschwende ich nicht meine Zeit mit Typen wie dir. Und warum? Weil du dich erst noch mit ein paar anderen Kerlen schlagen musst, bevor ich es dir gestatte, mich herauszufordern. Außerdem vertrimme ich nur noch Handlanger des Dukes. Dafür müsstest du aber erst einmal mit William sprechen. Unterstehst du seinem Banner, wäre es mir eine Freude, dir die Fresse zu polieren. Das wäre dann eine weitere Niederlage, die den Duke der Lächerlichkeit preisgibt. Aha, okay. Und dann noch die letzte Person. Dann hätten wir das mal geschafft. Hallöchen, Blake. Dein Gesicht kenne ich nicht. Hältst du zu Baxter oder Logan? Wer ist Baxter? Du bist wirklich nicht von hier, was? Baxter, der Blutige. Er hat dieses Lager hier gegründet. Man sagt, er habe über ein Dutzend Schakale mit bloßen Händen getötet. Hat ihnen ihre Innereien durch den Hals gezogen und ist dann geflohen. Geflohen? Na, vor dem Duke. Er hat ihn aus dem Fort hier vertrieben, als er die Macht übernommen hat. Er hat ihm auch die Schakale auf den Hals gehetzt, sagt man. Aber was davon stimmt und was nicht, musst du für dich entscheiden. Mhm. Und Logan? Wer ist Logan? Du weißt nicht, wer Logan ist? So heißt der Duke. Du hast doch nicht geglaubt, dass der Duke wirklich nur der Duke heißt, oder? Warum nicht? Wir sind für den Logan. Logan. Aha, war klar. Ich habe nichts anderes erwartet. Ein Fisch, der wie alle anderen mit dem Strom schwimmt. Mhm. Also, was möchtest du? Erzähl mir mehr über Baxter. Jo. Niemand weiß, wo er ist. Er ist überall, hat überall seine Ohren und überall seine Männer. Wenn du dem Blutigen begegnest, solltest du um dein Leben fürchten. Wenn er dich finden will, dann findet er dich auch. Du wärst gut beraten, nicht mehr über ihn herausfinden zu wollen. Und der Duke? Erzähl mir mehr über den Duke. Er ist jetzt der Boss von das Ganze und ein ziemlich harter Hund. Du solltest ihm nicht krumm kommen. Apropos, dem Duke krumm kommen.
Ich hätte da etwas, wofür ich jemanden wie dich brauchen könnte. War ja klar. War ja klar. Was meinst du denn damit? Hast du zu viel zu tun oder was? Es würde sich für dich lohnen. Lass es mich erstmal erklären. Der Duke hat ein Waffenlager, in dem er unter anderem eine Menge Granaten lagert. Und ich verkaufe Granaten. Mein Problem ist, dass er genug Granaten dort lagert, um die Preise kontrollieren zu können. Wenn er sich entschließt, mehr zu verkaufen als ich, dann fallen die Preise plötzlich. Und wofür brauchst du jetzt mich? Wie war das mit dem Kommen? Kommt dem Duke nicht krumm? Das oben? Und wofür brauchst du jetzt mich? Ich will, dass mindestens 3 Granatenkisten aus Dukes Lager verschwinden. Wie, ist mir egal. Wenn du sie allerdings mir bringst, wäre ich gewillt, mit dir zu teilen. Überleg's dir und sag mir dann Bescheid. Na dann. Handel. Handel mit mir. Was hätte er denn noch anzubieten? Ah, wieder so gemischtes Zeugs, ne? Ja, okay. Dann lassen wir das. Na fein. Dann hätten wir das auch schon. Okay. Welche Quest machen wir denn als nächstes? Ich verdrück mich da immer, Entschuldigung. Ich würde sagen, das mit der Schrottlieferung können wir uns mal anschauen, oder? Wo müssen wir denn dafür hin? Darüber. Oh, das passt ja super. Ethan, dann würde ich sagen, warten wir uns gleich mal dahin. Und drehen uns um und schauen mal, wo wir da hin müssen. Hoi, Rika! Aha, das ist wieder so ein Mistviech. Was vielleicht gar nicht so schlecht wäre, es zu besiegen. Wir können nämlich damit gleich mal testen, wie stark jetzt unser Ray geworden ist. Also würde ich sagen, wir speichern mal und probieren unser Glück. So quasi, ich denke mal, am Ende des Parts können wir ja mal sterben, ne? Mal ein Stück weg. Oh ja, das schaut nicht so schlecht aus. Das schaut echt nicht schlecht aus. Ray hat Handschuhe. Ray macht Damage. Ja. Ja, das hat sich was gebracht. Zack. Immer schön feste drauf. Und? Ray? Ray, ist er tot? Ist jetzt echt hin? Mistviech. Echt jetzt? Tatsächlich erst gestorben. Okay, Ray ist schwächer auf der Brust, als es Turas ist. Bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, er ist zwar jetzt schon, er macht schon mehr Damage als vorher, aber das ist immer noch zu wenig. So. Dann müssen wir mal hier hin. Hallo. Achso, der schläft da. Wir nehmen mal das Zeug hier mit. Ethan. Ja. Na dann. Huch. Was hast du denn hier verloren? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein Außenstehender in diese Gegend findet. Die Ruinen locken normalerweise nur Banditen an. Aber wenn du ein Bandit wärst, hätte ich sicher eine Kugel im Schädel. Du bist Schrottsammler, richtig? Der Müllbaron erwartet seine Lieferung. Schrottsammler. Du bist Schrottsammler, richtig? Ja. Und es ist ein hartes Brot hier draußen. Und wenn man sich nicht zu wehren weiß, dann bleiben einem nicht einmal ein paar Krümel übrig. Was du nicht sagst. Was du nicht sagst.
Moment, ganz ruhig. Ich stehe unter besonderem Schutz. Richtig, unter meinem. Und das kostet dich was. So, oh. So einfach ist das nicht. Ich wollte es schon mal ausprobieren. Ich kann nicht. Der neue Herr verbietet es. Wer verbietet es? Der neue Herr. Glaub mir, wenn ich könnte, würde ich dir etwas geben. Aber ich bin an mein Wort gebunden. Ich wollte es nur probieren. Es ist in meinem Kopf fest verankert. Den Müllbaron erwartet seine Lieferung. Du verheimlichst mir was. Du verheimlichst mir etwas? Nein, ich kann es nur nicht aussprechen. Was kannst du nicht aussprechen? Na, das. Ich kann dir nichts sagen. So wird das nichts. Lieferung. Der Müllbaron erwartet seine Lieferung. Ich weiß, aber es geht nicht. Es ist nicht meine Entscheidung. Mich interessieren deine Ausflüchte nicht. Nein, nein, nein. Alles Schrott, den neuen Herren. Und wer sind die neuen Herren? Die Herren der Insel. Nimm dich vor ihnen in Acht. Mehr kann ich dir nicht darüber sagen. Am besten, du brichst erst gar nicht dahin auf. Kranke Veranstaltung. Alles noch dran? So gerade noch. Das war jetzt ja komisch. Tja, und was sollen wir jetzt machen? Quest. Aha. Volkmar. Wir sollen die Insel besuchen. Aber das werden wir erst im nächsten Part machen. Weil ich mache jetzt Schluss für heute. Die Aufnahmesession ist damit auch beendet. Und ja, wir schauen uns das wie gesagt im nächsten Part an. Irgendwas stimmt da schon wieder nicht. Und ja, ich würde sagen, wir stellen uns mal hier hin. Da hat man eine schöne Aussicht auf das, was uns im nächsten, der nächsten Aufnahmesession dann bevorsteht. Und bis dahin, meine Lieben, bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!